Zwei Tage später, weit im Norden. Burg Shimura. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie! Ihr verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Elendiger Verräter. Nein, 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 nein! Öffnet das Tor! Verbrennt seine eigenen Leute. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Ein neuer Horizont. Sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Verstehe. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Okay, dann gehen wir zum Fürst. Oh, da gucken wir uns da gleich mal um. Viel Glück mit deinem Onkel. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna?
Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, Gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Okay. Ich soll kein Ninja mehr sein? Nein. Ich muss nach den anderen sehen. Ich ganz sicher nicht. Ich muss weiterhin meine Ninja-Künste ausführen können. Ich habe Waren aller Art. Okay. Brandpfeile, Pfeile. Mehr Haftbomben, das ist nicht schlecht. Nur das Beste für euch. Das war's. Jetzt können wir nichts mehr kaufen. Ah doch. Ach, die Böller können wir verbessern. Ah, das machen wir auch. Nur für euch. Danke. Leb wohl. Ah, warte mal. Ressourcen und Munition kaufen. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Gibt's neue Farben? Ich habe ein paar Neuzugänge. Ja? Was denn? Oh, blauer Bogen. Aber das ist der Langbogen. Nee, ich will mal den. Ach, gibt nur Schwertkits? Gibt's keine neuen. Wieso nicht? Man weiß es auch nicht schlecht. Kann ja noch überlegen, ob ich mir das jetzt hole. Und neue Rüstungsfarben gibt's auch. Samurai-Rüstung. Die Rüstung habe ich noch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Interessant. Das ist die Ronin-Rüstung. Boah, der gelbe Ronin. Nein. Der rote Ronin. Ja. Nee. Hüte? Gibt's neue Hüte? Den Bauernstrohhut? Habe ich den nicht schon? Den habe ich doch von... Ah, nee. Ah. Ja. Das ist neu. Ja. Das Stirnband. Ja. Okay, also ich würde gerne eine neue Rüstungsfarbe, aber für meine Rüstung. Wo ist meine Rüstung? Hier gibt es neue Rüstungen. Bin ich auch mal gespannt. Wahrscheinlich im neuen Land. Okay. Mach dein Pferd stallbereit. Optional, sprich mit deinen Verbündeten. Wo ist denn die gute? Ah. Wer ist hier? Die genießen. Hier ist keiner. Sind alle Gott froh, dass sie überlebt haben. Ah, Vorräte. Die darf ich natürlich nicht liegen lassen, die Vorräte. Da ist mein Pferd. Ja, aber ich wollte noch mit meinen Verbündeten reden. Komme ich durch das Tor? Ja, das Tor ist jetzt verschlossen. Tatsächlich. Okay. Fürst Sakai! Hey! Alles klar? Wie läuft seid der ihr? Verteidigungsbau? Schleppend. Das wird schneller gehen, sobald die Schmiede läuft. Hm. Gute Arbeit. Alle beide. Immer gerne doch, Fürst Sakai. Sehr gut. Alles klar, die Kerl. Ah, da ist der Nächste. Fürstin Masako, gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam.
Sehr gut. Okay. Wo ist der alte Mann eigentlich? Vielleicht ist er da unten. Na? Ist er hier irgendwo? Keine Ahnung. Wo ist der Sensei mit dem Bogen? Der Bogen-Sensei. Das ist der Fürst. Was sagte dein Onkel? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Egal. Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Okay. Los geht's. Reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Ja, dann auf. Ja, wo ist Toyotama? Wie viele Boote? Hä? Schnell, Kagen! Achso. Der. Achso, okay. Der Fürst muss. Die Brücke ist kaputt. Doch vorne. Die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Was für ein Mann ist der Khan? Eine schlaue Bestie. Aber ich kenne solche Männer. Nur Ehrgeiz. Keine Ehre. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Wir können niemanden abweisen, der bereit ist, uns zu unterstützen. Unser Sieg hat keine Bedeutung für sie, nur ihre Belohnung. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Okay. Jetzt muss ich die Rüstung meines Vaters anziehen, oder was? Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Monster. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Oha. Was haben sie getan? Heftig. Eine Mongolenpatrouille. Meldet sie nieder. Zwei Menschen.
wollen eine ganze Patrouille fertig machen. Okay. Ah, oh, das war so klar. Was jetzt? Die Steinkampfhaltung ist sehr effektiv. Drücke. Ja, habe ich doch schon. Aua. Dosha, komm, probier's. Ach, verdammt. Dosha! Maul. Das war's. Ich sah sie auf Burg Kaneda. Die Wölfe des Khans. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Komm, KG. Wir müssen weitermachen. Los. Wohin, Fürst? Wohin, mein Fürst? Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Ah, aua. Müssen sie mich wieder runterschießen. Alter, wie viele? Wow. Wir haben auch jetzt Bomben. Aua. Drecks. Misthund. Alter. Was ihr könnt, kann ich auch. Wo ist der? Alter, wie viele da sind. Ja, was ist los, Fürst Sakai? Ach nee, das bin ja ich. Okay, aua. Oh, nice. Oh, auch nicht schlecht. Verstärkung, bringt sie zum Schweigen! Alter. Aua. Aua. Ich hasse diese scheiß Stabpenner. Komm. Na los! Da! Okay. Aua. Verdammt, das war nix. Das wollte ich nicht machen. Ja. Fang! Ach komm, Alter, diese scheiß Bogenpenner! Komm daher! Verfackel in der Hölle! Ah. Oh. Aua, Mann!
brennen! Alter, was war das? Was war denn das? Oh mein Gott! Er hat einfach ein Rohr, das mich weggefeuert hat. Krank. Naja. Ach, fuck. Aua. Aua, ah. Seh nix. Seh nix. Bring sie zum Schweißen. Ich kümmere mich um die Bogenschützen. Oha. Feiglinge. Jawoll, schön alle niedergemetzgert. Du stirb. Schwächlinge brauchen wir nicht. War ganz gut. Komm jetzt her. Andere Haltung. Das war's. Ja, komm doch her. Oh, wie schnell er ihn fertig gemacht hat. Gekämpft. Sie verdienen Schlimmeres. Sie verdienen Schlimmeres. Verstärkung. Sie wollen uns einkesseln. Wohin jetzt? Alter. Verstärkung hier, Verstärkung da. Yuna, was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Mäht sie nieder! Tötet sie alle! Es sind doch nur noch zwei. Okay. Das war daneben. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Okay. Dann ab zum Leuchtturm. Entzünden wir ihn. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern.
Hey, Pfeile. Ein paar Sachen eingesammelt. Nochmal Pfeile. Okay. Wir haben beim Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger. Sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Okay. Ja, entzünden wir das Leuchtfeuer. Hier gibt's nichts. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Ja, ja, bin ja schon dabei. Los geht's. Jawohl. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Okay. Warum schließen die sich den Mongolen an? Weil sie treulose Ronin sind. Für sie zählt nur, wer ihnen das meiste bietet. Aber was können die Mongolen ihnen geben? Ihr Leben zum Beispiel. Ihren eigenen Clan. Alles Mögliche. Sie scheinen an einen Sieg der Mongolen zu glauben. Seht euch um. Seht ihr das anders? Oh je. Jutsu und seine Strohhüte haben keinen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Hätte er nicht weitergekämpft, wäre er nicht geflohen. Einen guten Tag. Hätte er jetzt hier sein können. Und seine Strohhüte würden belohnt werden und zu Samurais aufsteigen. Aber so... Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogan zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien.
Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur 3 von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Dort waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für 6 Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Wo ist das Nordtor? Naja, doch. Diese Richtung, ja. Boah, was für eine coole Waffe. Wie heißt die bloß nochmal? Ich weiß es nicht. Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie. Und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache. Aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ein neuer Horizont. Ich glaube, abgeschlossen.